Hier, nimm mal rein da. 81 Gold. Na gut. So. Oh, ein Stall. Sehr schön. Mitnehmen, mitnehmen. Also, was haben wir? Ein Rüstungsschmied. Die Waffen bitte nicht anfassen. Mit Stahlpanzer der Verteidigung. 40 Rüstungsklasse. Ja, ich glaube, da sagt der Gerogron nicht nein, ne? Was haben wir hier noch? Reaktion. Ah, 4000 Gold. Gucken wir erstmal weiter. Oh, Tränke. Kaufen, 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 kaufen. Hier sind Privathäuser. Oh, nee. Eine Trainingshalle. Die nicht wirklich ausgeschildert ist. Der Wolfsbau. Oh, hallo. Arenameister. Was machst denn du? 2 Bonus auf alle Waffenfertigkeiten. Oh, hallo. Agent. 10% auf alles Gold. Und er nimmt 5%. Hält sich in Grenzen. Oh, Waffen. Feinsten Waffen im Land. Ein Schlangenspeer. Den haben wir schon. Energiestab. Sieht ja abgefahren aus. Aber nee. Oh, Kinkelitzchen. Komm schon, Kinkelitzchen. Hm, nix, nix. Äußerster Schutz. 3 Zauberpunkte. Heiliger Umhang. Oh, der sieht schick aus. Ich glaube, den kaufe ich mal und verzauber dann später. Sobald sie Meisterin ist. Sollten wir allgemein bei ein paar Sachen machen. Danke, komm bald wieder. So, du. Was hast du für einen Umhang? Plus 1. Zieh mal den Umhang hier an fürs Erste. Oh, ein Suchauftrag. Auf unserer Stadt liegt ein übler Fluch, obwohl viele nicht daran glauben. Unter Vollmond verwandeln wir uns alle zu Wirrwölfen. Okay. Und obwohl niemand von uns wirklich böse ist, weiß keiner, was wir als Wirrwölfe so alles Schlimmes anstellen. Wir können auch unseren Fürsten, Lord Acton Spindler, nicht aufsuchen, denn der realisiert nicht, dass wir die Wirrwölfe sind. Bitte finde einen Weg, uns wieder normal zu machen. Das klingt jetzt kein bisschen vage oder so. Ja, versuchen können wir das irgendwann mal. Hallo. Ein leeres Haus. Hallo. Meister am Schild. Nee. Dürfen wir unsere Dienste anbieten? Wohl. Viel Erfolg. Spenden? Hallo. Nee. Chefkoch? Nö. Oh, hallo. Noch ein Suchauftrag. Mein Ehemann Emanuel ist vor ein paar Wochen mit Freunden zur Sterninsel aufgebrochen, um nach Schätzen zu suchen. Ich habe ihn seither nicht gesehen und ich mache mir Sorgen. Ich traue mich nicht auf die Insel. Es gibt Gerüchte über Medusen dort. Wenn du ihn finden und zurückbringen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Das könnte eine Weile dauern. Oh, hallo. Meister des Schwertes. Ha. Hohe Schwertfähigkeit, Stufe 8. Okay. Normalerweise war Meister Nummer 7. Und in den Augen von Osric Temper, dem größten Schwertkämpfer aller Zeiten, als wahre Kavalleristen gelten. Kavallerist sind wir? Schwert. Fehlt noch ein bisschen was. 4 Punkte. Okay. Hallo. Wie geht's? Keulenmeister, nee, danke. Oh, gelehrt Gilde des Schattens. Sind wir da schon Mitglied? Wow, stopp, 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 wir werden angegriffen. Sind das irgendwelche Dorfbewohner, die durchgedreht sind? Jo. Du. Tut mir ja leid, dass du eigentlich ganz nett bist. Obwohl, wir haben keinen Vollmond, sonst wären ja alle, ne? Das müssten irgendwie andere Werwölfe sein. Aber ist uns auch einerlei. Kaputt. So. Also, Schattengilde. Geschlossen. Achso, hat nur nachts auf. Geschlossen. Was bist du?
Gelehrten Gilde des Lichts. Die hat. Wir haben uns einen echt doofen Zeitpunkt gesucht. Okay, Licht sind wir noch kein Mitglied. Wow. Wir sind gemein. Das ist nicht schön. Mitgliedschaft in der Gilde des. Punkt, Punkt, Punkt. Schatten sind wir, ja. Den Suchauftrag haben wir schon und Gerugon hat die Kappe. Die Häuser hier fehlen noch, jo. Schön, dass du da bist. Leer. Schön, dass du da bist. Schmugglergilde sind wir Mitglied. Du bist ein Kind. Eine Bank. Schön, dass du da bist. Experte der Schattenmagie. Wir haben noch nicht mal Schattenmagie. Wie geht's? Oh, Mitgliedschaft Gilde des Lichts. 1000 Gold. Wie geht's? Gilde des Schattens sind wir schon. Das könnte jetzt interessant werden. Wie geht's? Und noch ein Suchauftrag. Ich habe einen Weg entdeckt, den Lauf der Zeit umzukehren. Um mich wieder jung zu machen. Das erfordert ein komplexes magisches Ritual, das ich ausgearbeitet habe. Das Problem ist, dass ich magische Statuen auf verschiedenen Podesten aufstellen muss. Die Tigerstatue gehört auf ein Podest in Sweetwater. Oh, aufschreiben. Tiger Sweetwater. Bär Kriegsbeier. Bär Krieg. Und Adlerstatue nach Drachensand. Das klingt schon mal alles nicht so schick. Die Wolf, Sumpf der Verdampften. Dampften. Verdammt. Du kommst in den Sumpf. Und die Drachenstatue in die Schmugglerbucht. Also die letzten beiden sind machbar. Die anderen nicht so wirklich. Die Entfernungen sind zu groß für mich in meinem Alter. Die sind auch für uns zu groß. Und ich muss ja noch das Ritual an sich vorbereiten. Ich kann das nicht alles ganz alleine schaffen. Ich brauche deine Hilfe. Die Statuen sind in einer Kiste vor meinem Haus. Platziere sie auf dem Podest und kehre zu mir zurück. Auch wenn das Ritual ein Fehlschlag wird, werde ich für deine Bemühungen dich belohnen. Ja, ich nehme die nicht mit. Die würden viel zu lange bei uns im Inventar liegen. Aber gucken wir jetzt mal in die Gilde des Lichts. Die war ja hier. Licht. Die Magie des Guten. Licht. Stunde der Kraft. Wende gleichzeitig Eile, Heldentum, Schild, Steinhard und Segen auf alle deine Charaktere an. Alle Zauber werden mit doppelter Lichtmagiefähigkeit angewendet. 15.000. Tag der Götter. 10.000. Wende gleichzeitig Kraft, Meditation, Reaktion, Glückstag, Präzision und Schutzengel an. Ja. 45 Zauberpunkte. Boah, 55 Zauberpunkte. Also einmal durchbuffen sind dann 100 Punkte, ne? Okay. Fast Food. Fast Food, verlangsam. Goldfinger. Können wir Sachen in Gold verwandeln? Prismenfeuer, 12.000. Also ja, die Buffs sind sehr interessant. Da müssen wir eventuell mal kurz in die Bank gucken, was da noch liegt. Bank war hier. Ja. Was kann ich für dich tun? 5.000. Das reicht nicht. Schade. Schade. Was haben wir noch so an Zeug zum Verkaufen? Ein einer Umhang. Feiner Ring. Ja, die Sachen können alle weg, ne? Ja, ich glaube schon. Federfall kann auch weg. Das können wir ja später verzaubern. Wir brauchen definitiv richtig viel Gold. Das ist ganz was Neues, ne? Kann ich dir beim Verkaufen alles. 5.400. Na gut, hier können wir nicht mehr wirklich viel machen. Das heißt, wir springen... Oh, was haben wir da oben? Das sieht aus wie einer der Schreine. Wir sind in Blackshire. Magieschrein, das schreiben wir nochmal auf. Blackshire Magieschrein. Ich weiß nur nicht, wann ich hier beten muss. Ich kann mal testweise raufklicken, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Ja, nö, nichts passiert. So,
und jetzt ganz schnell zurück zu den Stellen und weg hier. Das ist nicht so ganz unser Revier. Aus dem Brunnen werde ich auch nicht trinken. Ja, fallen bestimmt gleich tot um. Okay, kommt morgen wieder. Baust du ein Pferd? 3 Tage bis Freehaven. Jo, das klingt doch gut. Jo. Und jetzt ist eigentlich der Feuerlord dran, ne? Alles andere wäre wahrscheinlich zu schwer. Tränke haben wir ein paar. Ja, komm. Also Schmugglerbuchten. Oh, vielleicht noch ganz kurz vorher zu dem Flaschenladen hier. Richtig. Geht es kaputt? Hast du es kaufen, 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 kaufen. Vielen Dank. So. Und dann nach Osten. Essen haben wir ja genug. NPCs haben wir auch 2 ordentliche. Dann versuchen wir jetzt da wieder hinzulaufen und da in den großen Raum zu kommen, wo die ganzen Oger waren, die uns verprügelt haben. Und dann müssten wir es halt hinbekommen, dass wir nach und nach die tot bekommen und uns dann da umgucken. Weil wir haben da 2 oder sogar 3 Aufgaben von diesem Steinkopf bekommen. Das müsste einiges an Erfahrungspunkten bringen. Oh, hier sind ganz schön viele Kräuter. Schmugglerbucht, jo. Nee, Tempel der Faust? Na gut, warum nicht? Wir gucken mal ganz kurz rein. Auge. Fackellicht. Segen. Tempel der Faust. Dieses große, aber einfache Gebäude ist zum religiösen Zentrum einer kleinen Sekte geworden, die der Orden der Faust genannt wird. Oh, wo sind wir? Wir sind beim Orden der Faust. Das sieht sehr verwinkelt aus. Das sieht schon mal nicht sehr gut aus. Ratten. Ernsthaft? Machen mich bestimmt gleich alle wieder krank. Na gut. Kaputt, 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 kaputt. So, wo ich gerade dran denke. Schutz vor Gift. So, was haben wir hier? Einen leeren Eimer. Ein Hammer. Oh, Fässer. Was haben wir denn da? Bei nichts beim Mausober. Nö, nix. Hier ist nichts. Sehr komisch. Noch mehr Ratten. Also bisher ist das doch sehr machbar. Aber ich denke mal, wenn wir auf die eigentlichen Bewohner treffen, also die Priester oder Mönche oder was auch immer, dann könnte es interessant werden. Da lang. Du ziehst an der Fackel. Klick. Wir sind Helden, wir drücken einfach immer alle Knöpfe. Also bisher noch sehr überschaubar. Jetzt geht's los, ne? Rundenbasieren. Mönch, Novize. Novizen zuerst töten. Die halten bestimmt nicht viel aus. Die auch nicht. Sehr gut. Also müssen wir doch nicht in diesen riesigen, unterirdischen, Totem-Feuer-Dingens reinlaufen. So, können wir erstmal das hier auseinandernehmen. Und Mönche haben eigentlich, also Kleriker haben eigentlich immer viel Gold. Mönche eigentlich eher weniger, ne? Ich hab's. Och, ja, aha, doch. Ah. Lässt sich sehen. Ah. Und du hast nichts. Okay, die Mönche selber haben... Wow. Haben nichts. Aber in ihren Kisten lagert ganz schön viel Zeug. Hallo, Abt. Du hast irgendwas mit Talana angestellt. Geh weg. Geh weg. So, du bist müde? Ja, schwach. Haben wir Schwäche heilen? Wunden heilen, Schwäche heilen. Sehr gut. Bevor wir das Ding da plündern, sollte Lazy sich selber heilen und einmal Talana.